Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind Teppe und Schwänen heute nicht in Niedersachsen unterwegs, sondern wir sind wieder in Würzburg-Rottendorf bei Franconia. Und was machen wir hier? Im Frankenland, daher wohl auch Franconia. Könnte. Wir haben uns so Waffen sein. Machen lassen, nämlich Jagdwaffen, und wollen mal gucken, wie das eigentlich so aussieht, ob die schon fertig sind und ob man damit schießen kann oder nicht und wie es am Ende des Tages so aussieht und wir vielleicht schon was mitnehmen können. Wir treffen uns jetzt mit Stefan Geißler von Franconia und der hat uns schon ein bisschen gelockt und verraten, dass es schon das erste Objekt zu sehen gibt. Und da sind wir jetzt sehr gespannt. Zu dem gehen wir jetzt. Voran. Stefan! Stefan! Achtung! Da ist er. Weidmannsheil Stefan. Grüß dich, Stefan. Christian. Weidmannsheil Bene. Hi, schön. Herzlich willkommen bei Franconia. Als wäre es gestern gewesen, ja, würde ich sagen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns sehr. Und vor allen Dingen, sagen wir noch kurz zu Anfang, wir dürfen hier ohne Maske stehen, getestet, geboostert. Ganz genau, das müssen wir sagen. Genau, alles sicher sozusagen. Und du hast uns ja in die wunderbare Franconia Zentrale gelockt, weil du uns vermutlich schon was präsentieren kannst. Diesmal auf jeden Fall mehr als beim letzten Mal, aber komm mit. Wir gehen jetzt dahin, wo wir das letzte Mal die Kernaufnahmen sozusagen gemacht haben und wo wir uns die unterschiedlichen Elemente schon angucken durften. Und da treffen wir jetzt die Meister bzw. den offiziellen Einschießer, kann man das so sagen? Den Bernd auf jeden Fall. Bernd ist jedenfalls auch Büchsenmachermeister. Auch Büchsenmachermeister. Und der wird uns jetzt was zeigen. Dafür gehen wir in die Büchsenmacherwerkstatt. Möchtest du noch ein Maß oder ein Snickers? Nee, danke, ich muss noch fahren. Kennst du doch von früher, oder? Nee, Reiter hieß das noch bei mir. Stimmt gar nicht, bin ich erst 25. So, jetzt treffen wir uns ja mit Sebastian, mit dem wir uns damals, in Anführungsstrichen, die Waffen konfiguriert haben und sehen zum ersten Mal das Ergebnis der Arbeit von Franconia. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr. Das sieht man dir noch gar nicht so an. Du siehst doch so ein bisschen aus wie frisch geschliffen. Ja, es ist die Anspannung, die hat mich schon okay. Fest im Griff. Also wir machen jetzt die Tür auf wie den Vorhang. Ja, nun mach. Bist du so aufgeregt? Ja. Hoi, was kommt von draußen rein? Moin Sebastian! Servus! Da ist er. Lange nicht gesehen. Oi, da hast du ja schon was zustande gebracht. Wahnsinn. Schick, schick. Es sieht quasi genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Das freut mich. Bis auf das Zweibein, das hatten wir damals ja nicht. Als kleinen Bonus mal hingebaut, ja, dass man sieht, was alles möglich ist noch. Klasse, gefällt mir sehr gut. Also kurz nochmal, um das zu wiederholen, was wir damals wollten, beziehungsweise was meine Wunschvorstellung einer Jagdwaffe war. Das war einmal ein robuster Plastikschaft mit Daumendurchgriff, heißt es glaube ich, oder Lochschaft eben. Genau. Ein Schalldämpfer, da haben wir jetzt den exzentrischen Rontec-Schalldämpfer, habe ich das richtig gesagt? Richtig, genau. Das passt ja zu dir, exzentrisch bist du ja auch so ein bisschen. Und der ist, jetzt sag nochmal eben aus fachmännischer Sicht, wie heißt das mit der? Der sitzt exzentrisch zur Laufsehlenachse. Also der sitzt nicht mittig um den Lauf rum, sondern baut mehr nach unten auf, dass man oben weniger Schalldämpfer im Sichtfeld hat, dann, wenn man später durchs Zielfernrohr schaut. Zur Laufseelenachse. Genau. Und das ist der Hauptvorteil dieses exzentrischen Schalldämpfers. Genau, dass man später im Sehfeld vom Zielfernrohr weniger vom Schalldämpfer sieht. Klasse. Und auch eventuell über, wie ihr da seht, über offene Visierung sehen können. Das ist jetzt aber nur für sehr kurze Distanzen, diese Kombination. Genau, das ist mehr für einen Fangschuss gedacht. Okay. Oder beim Durchgehen auf ganz kurze Entfernungen. Spannend. Genau, und dann habe ich mich für eine Picatinny-Schiene entschieden, weil ich da viele Möglichkeiten habe, weil es auch, sag da nochmal was zu, wiederholgenau ist es ja trotzdem. Genau. Kontrollschuss sollte man vielleicht trotzdem machen, wenn man das Zielfernrohr dann. Ja, empfiehlt sich, kommt auf die Montage an. Da gibt es verschiedene Montage, die man auf eine Picatinny-Schiene aufsetzen kann. Ja. Aber du bist halt extrem flexibel, kannst ein Rotpunktvisier drauf machen, Druckjagdglas, Ansitzglas, was dir beliebt. Klasse. Und dann haben wir hier einen Recknagelabzug eingebaut, wie ich mir gewünscht habe. Genau, einen Recknagelflintenabzug. Ja, auf wie viel Gramm steht der jetzt? Der steht so circa auf 1200 Gramm. 1200 Gramm. Könnte man den auch noch weicher einstellen? Ein bisschen leichter kann man noch machen. Man muss aber schauen, dass er nicht zu leicht ist, weil es eben auch ein Sicherheitsfaktor ist. Okay.
Und dann eben die typische Franconia drei, seitliche Dreistellungssicherung. Das ist eine Recknagelsicherung, aber auch seitliche Dreistellungssicherung, dass man keine Probleme mit dem Sicherungsflügel von der klassischen Sicherung mit dem Okular vom Zielfernrohr dann kriegt. Perfekt. Bei der Flügelsicherung, die wir von früher ja kennen beim 98er auch. Und den Kammerstängel habt ihr auch nochmal verändert. Genau, das ist ein verlängerter Kammerstängel, dass man eben auch besser repetieren kann. Auch mittlerweile mit den neuen Zielfernrohren, die kriegen immer größere Okulare, dass man da mit dem Daumen beim Repetieren nicht hängen bleibt. Klasse, hört sich toll an. Und dann ist hier unten? Naja, deine Waffe ist dann ja schon fertig. Genau. Meine ist dann schon mal sehr schön bezüglich der Technik fertig. Also das ist ja großartig, natürlich nicht nur schön geschmiert, sondern auch eben filigrane, ja über 100 Jahre alte Technik. Genau. Und trotzdem immer noch ein weicher Schlossgang, zwar robust, ja. Also nicht so, dass es wie auf Rollen läuft, aber eben doch robust und gut geschmiert und hält eben auch übles Wetter aus. Dafür ist es ja mal gemacht worden vor über 100 Jahren. Und inzwischen kann man ja sagen, ja schon vor 124 Jahren, K98. Genau, 1898 entwickelt. Die Sicherung hast du hier auch geändert. Das ist eben nicht die Flügelsicherung, weil wir ja hier noch ein Zielfernrohr drauf machen wollen und da nicht die Möglichkeiten Gefahren haben wollen, dass es hier irgendwo dran hakt. Nur, die Waffe, die ich mir ausgesucht habe, soll ja schwarz und schlank werden. Schlank ist sie schon in weiten Teilen, schwarz noch nicht. Also das mit der Backe ist ja so eine Sache, die kann man ja hier dran bauen, wenn man keine eigene hat. Also ich habe ja da schon so ein bisschen was drauf. Wenn ich die jetzt so anschlage, ich habe sie noch nicht angeschlagen, könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch ohne Backe ganz gut zurechtkäme. Ja, wir haben es jetzt erstmal klassisch gemacht, dass du mal ausprobieren kannst, wie es dir liegt mit der deutschen Backe. Ja. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit, die Backe zu entfernen. Das hast du dir auch gewünscht. Wir haben es jetzt mal machen lassen vom Schäfter. Wegmachen können wir sie immer noch, aber hinmachen wir dann halt schwierig. Okay, wenn du jetzt so einen Schaft hast, dann kommt es ja so ein bisschen darauf an, dass der so ein bisschen zu dir passt. Nicht optisch, sondern dass er sich anschmiegt an dein Gesicht, an deinen Körper insgesamt. Würdest du jetzt sagen, da sollte man so eine Backe dran machen auf jeden Fall oder sollte man keine Backe dran machen, wenn also der Jäger, der jetzt diese Waffe führt, so ein Gesicht hat und so eine Statur wie ich? Oder meinst du, das ginge auch mit einem etwas schlichteren, eleganteren Schaft? Das kommt auf die individuelle Körperform drauf an, ob einem eine Backe gefällt oder nicht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eine bayerische Backe mit Doppelfalz zum Beispiel anbringen zu lassen. Das ist auch eine optische Geschichte. Mhm. Man probiert es halt aus beim Schäfter, ob es einem mit Backe oder ohne besser passt auch. Auch von vom Schaftrücken, von der Höhe her, ob man über offene Visierung eher schießen will oder über Zielfernrohr, dann kann man das von der Höhe auch noch ein bisschen variieren. Also wir würden ja auf jeden Fall da ein Zielfernrohr drauf bauen, das ist ja heute Standard. Es ist natürlich auch schön, eine offene Visierung zu haben. Nun wird ja so eine offene Visierung nicht besonders bei jeder neuen Munition eingeschossen oder sowas. Bis zu welcher Entfernung würdest du darüber schießen? Bis man, maximal 50 Meter ungefähr. Bis 50 Meter könnte man auch noch treffen. Könnte man mitschießen. Egal welche Patronen oder also wir haben es jetzt auf die Munition, die wir jetzt hier stehen haben, eingeschossen. Ja. Und ich würde empfehlen, wenn man die Munition wechselt, auf jeden Fall immer einen Kontrollschuss zu machen. Auch mit der offenen Visierung, dass man einfach sicher ist, dass man auch da trifft, wo man hinzielt. Okay. Und wir haben jetzt hier also diese Schaftfrage ja nochmal zu klären. Was ist das jetzt hier? Was hast du mir das schon mal so vorgestellt? Du hattest ja einen schwarzen Schaft gewünscht, passend zu deinem Auto, in Hochglanz. Wir haben den Schaft jetzt auch erstmal klassisch gelassen. Mein Auto sieht zurzeit eher aus wie das jetzt. Also das passt ja irgendwie zur Jahreszeit. Ich war auch ein paar Wochen nicht in der Waschanlage. Aber wenn der aus der Waschanlage rauskommt, dann ist der Wagen wirklich auch wieder schön schwarz und glänzend. Und ich hätte gerne wirklich so eine Waffe, die dem nahe kommt. Man wird es vielleicht nicht eins zu eins hinbekommen. Dann musst du da irgendwie das mit Shellack lackieren wie beim Klavier. Aber so schwarz und schön glänzend poliert, könnte ich mir das gut vorstellen. Also das können wir noch umsetzen, wenn du das haben möchtest. Deswegen haben wir das Beispiel mal mitgebracht, haben das ausprobiert. Wir würden den Schaft beizen in schwarz. Die Maserung kommt dann, je nachdem, wie es jetzt hier dann rauskommt, gegebenenfalls wie auch hier noch ein bisschen zur Geltung. Das siehst du auch ein bisschen hellere Stellen. Sollte man das jetzt so beizen oder lieber lackieren? Was ist so deine? Ich würde es beizen und das Holz einfärben und dann ölen und leicht aufpolieren. Mhm. Weil wenn du das lackierst, dann hast du von der Fischhaut später nichts mehr. Das setzt sich da rein, das ist dann alles zu und der Lack, der kann später auch abplatzen. Oder wenn du da eine Macke drin hast, ist der Lack ab. Mhm.
kannst du nichts mehr einfach ich ausbilden. Ich habe ja einen Lehrling von dir, also ehemaligen Auszubildenden würde man ja korrekt sagen, der für mich gerade eine Kipplaufbüchse so aufbereitet und den Schaft auch schön dunkel beizt. Und er sagt, wenn man eben das beizt und hier man hat mal so eine Delle drin oder sowas, wenn man mal wieder leichtsinnigerweise irgendwo gegen die Kanzel geschlagen ist. Das ist ja noch nie passiert. Deshalb sieht mein Kunststoffschaft auch noch so schön aus. Meinte, man könnte das ein bisschen warm machen und feucht, glaube ich, und dann könnte man auch diese Dellen... Genau, die Dellen, die kann man wieder ausdampfen und könnte das dann auch wieder mit der entsprechenden Beize und Öl auch wieder angleichen. Prima. Was beim Lack nicht möglich ist. Und das könnte man jetzt hier auch machen. Das heißt, ihr würdet mir die Backe runterschleifen oder so wie wir früher beim Werkunterricht, erstmal sägen, dann raspeln, dann schleifen und dann wird das Papier immer feiner, bis man dann also so einen englischen, fast englischen Schaft hat. Wir haben ja noch ein bisschen Pistolengriff hier, ist aber aus Sicherheitsgründen und einfach auch sicherlich, weil es praktikabler ist, besser, hat einen schönen Griff. Auch der Umfang ist jetzt wirklich sehr gut, muss ich sagen, fasst sich gut an. Möchtest du mal anfassen? Oh ja, unbedingt. Darfst du meinen Schaft mal anfassen? Ja. Und 98er macht, finde ich, schon immer mehr her als diese modernen Plastik-Geradezug-Dinger, die so im Schrank sind. Natürlich sind das hervorragende Werkzeuge, keine Frage, will ich gar nicht schlecht reden. Aber so ein 98er mit einem Holzschaft, finde ich, ist einfach... Fasst sich wunderbar an, der Schaft. Ja. Gut, und den machen wir jetzt noch schön schwarz und schlank. Also die Backe weg. Und dann, glaube ich, ist das echt ein super Gewehr. Wir haben jetzt hier auch schon, das hast du ja auch nicht bei den klassischen 98ern, Gewinde drauf. Genau, wir haben auf deinem Lauf ein 15x1 Mündungsgewinde angebracht. Und dies hier, das kann man sogar abschrauben. Nicht so wie bei deinem anderen. Ohne eine Wasserpumpenzange nehmen zu müssen. Ja. Wir hatten das ja in einer Folge, wo wir die Schalldämpfer getestet haben. Da mussten wir erstmal mit einer Wasserpumpenzange das Ding oben entfernen, weil es schon so ein bisschen angerostet war. Mhm. Ja, also hier, was nimmt man dafür, dass es nicht so anrostet? Was hast du hier drauf gemacht? Das ist Waffenfett. Waffenfett. Sollte man immer drauf machen, wenn man Schalldämpfer drauf macht, sondern für Waffen? Für Waffen. Und was nimmt man dafür? Was ist das für ein synthetisches oder ein Mineral? Das ist synthetisch. Okay. Das auch die entsprechende Hitze halt aushält, weil der Lauf doch warm wird mit der Zeit. Wenn du zum Beispiel im Schießkino schießt oder auf Drückjagd, das auch die Hitze also abkann. Sollte man auch in einem Jägerhaushalt durchaus mal Waffenfett haben. Genau. Und da kommt jetzt ein Schalldämpfer drauf. Wenn dein Kornsockel drauf bleibt, kann man on top Schalldämpfer drauf machen. Also das ist hier das Korn. Genau. Vielleicht nochmal zum Zeigen. Hier ist das Korn und das hier ist der Kornsockel. Kornsattelsockel, ja. Sattel oder Sockel? Sattelsockel kann man beides sagen. Okay. Und hier ist ja die Kimme und gibt es da auch einen Sockel? Der Kimmensockel oder Visiersockel? Kimmensockel? Ja. Kanntest du das Wort schon? Nee, so. Kimme noch nicht. Schon, aber Kimmensockel noch nicht. Nee, kannte ich noch nicht. Okay, also Kimmensockel. Ja. Kornsockel oder Wahnsinn. Sattel. So, das lässt man drauf, wenn man jetzt einen On-Barrel-Schalldämpfer macht. Wenn man einen Over-Barrel-Schalldämpfer hat, den man hier rüberzieht. Aber die Möglichkeit, den über die Schraube hier zu lösen. Genauso den Kimmensockel kann man auch über eine Schraube entfernen, wenn man zum Beispiel ein Vorsatzgerät aufs Ziel von Rohr machen möchte. Kann man es bei beiden Waffen von euch problemlos mit einem Imbusschlüssel entfernen. Das kann ich auch selber, da brauche ich keinen Büchsenmacher. Irgendwie ein Imbus und, okay. Also richtig, Imbus statt Büchsenmacher. Ja. Imbus im Haus ersetzt den Büchsenmacher. Ja. Aber das Waffenfett nicht vergessen. So, und jetzt machen wir natürlich auch noch irgendwie, hier haben wir schon eine Montage drauf. Wie nennt man jetzt diese Montage? Die ist ja ganz anders als seine Piccadilly Circus Schiene. Ja. Das ist eine? Eine ERW-Schwenkmontage haben wir in dem Fall. Schwenkmontage. ERW ist der Hersteller und der Begriff ist Schwenkmontage, weil man nämlich das Glas so draufsetzt und dann... versetzt aufsetzt und dann seitlich einschwenkt und hinten in dem Schlösschen verriegelt. Genau. Auch sehr wiederholgenau, oder? Ja. Ja, das ist alles noch satte Qualität. Hier ist der Kammerstängel. Ist der auch verlängert? Der ist auch verlängert. Damit man schneller repartieren kann. Genau. Und der steht auch überhaupt nicht ab, wenn man also das Schloss geschlossen hat. Aber ist länger als normal. Genau. Okay, das heißt... Der originale Kammerstängel vom 98er ist um die Kugel kürzer. Ah ja, das ist doch erheblich. Ja. Gut. Und hier haben wir wieder diese... Dreistellungssicherung von Recknagel. Das geht nur, wenn es gespannt ist. Genau. Siehst du, so geht das. Ah. Der muss hier oben drauf drücken. Da musst du dir ein bisschen Hornhaut wachsen lassen. Gesperrt. Ja. Auf dein Chefredakteurs Fingerchen. Okay. So geht's. Jedenfalls, manchmal kann hier auch ein Tropfen Fett vielleicht noch was machen. Also. In der Stellung nach hinten kann man sich merken, ist es sicher und nach vorne ist Feuer.
Ja, und in der mittleren Stellung ist auch gesichert, aber du kannst die Kammer öffnen. Okay. Apropos Kammer öffnen, sollte man sowieso immer, wenn man mit rumhantiert, damit sich da nicht noch irgendwo so eine Patrone drin verirrt. Das wäre schlecht, ja. Ja, also wir machen aus diesem, ich sag mal, Gelsenkirchener barockfarbenen Gewehr nun eine schöne schwarze Lackierung bzw. Beize drauf. Und dann wird das Ganze schön, das ist ja, das Holz bleibt ja, ist auch Walnuss, glaube ich. Genau, ja? Nussbaumholz. Und das wird so schön, ist das nicht herrlich? Das finde ich auch echt schick, weil, wie du schon sagtest, Sebastian, die Maserung da noch durchkommt, aber trotzdem eben was Eigenes ist, was nicht jeder hat in der Färbung, finde ich, ist eine coole Auswahl. Und du hast ja hier vorne, guck mal, schwarz wie Ebenholz. Ja, traumhaft. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch einen Bügel. Das sind abnehmbare Regenbügel. Guck mal, die sind aber schön. Abnehmbar, die kannst du nämlich ganz schnell mal eben verstellen. Musst du drücken und seitlich rausschwenken, dann kannst du ihn abnehmen. Guck mal. Ja. Und wenn du auf dem Ski stehst, ey, wie oft ich früher als Jungjäger auf dem Ski stand, angenommen worden, du hast natürlich auch abnehmbare Riemenbügel. Dass die Riemen runter müssen. Ja. Vom Skistand, Riemen runter. Ja. Riemen runter! Ja, kriegst du immer einen Anpfiff. Die wahrscheinlich drücken und ja, super. Cool. Das ist echt praktisch. Aber das hält auch. Das hält. Also nicht, dass man, wenn man da. Das verriegelt mit 4 Kugeln, das hält. Okay. Und wie nennt man den? Druckknopfriemenbügel. Druckknopfriemenbügel. Und das ist ein? Abnehmbarer Riemenbügel. Okay. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Was ist ein Reibaal? Eine Reibaale? Habt ihr da? Ach, Aale, ja. Aale, Aale, so groß wie Wale. Gibt es auf dem Hamburger Fischmarkt. Nein, ist aber auch ein Werkzeug. Ist ein Werkzeug, genau. Ist das das, womit wir die, sag schnell, die Fischhaut das letzte Mal gemacht haben? Ist das, nee, das war ein Fischhauteisen. Ah, ja, Reibale ist um ein Werkzeug, um Löcher aufzureiben, größer zu machen. Ah, ja. Das ist interessant. Ja. Das Patronenlager wird zum Beispiel auch mit einer Reibale gerieben. Ah ja. Gut. Apropos Patronenlager. Du hast 308 Winchester. Jawohl. Bisschen kleiner. Bisschen kleiner, ja. Und wir haben hier für mich eher so das Universalgeschoss. Kaliber 3006. Ja. Und das können wir auch direkt mal ausprobieren. Genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Waffen gleich mal auf unsere 50-Meter-Bahn ausprobieren. Oh ja. Muss ja klar. Darf ich das öffnen? Das darfst du selbstverständlich öffnen. Oh, irgendwie hat das ja sowas wie beim ersten Mal, ja, oder? Ja, es ist wirklich. Das ist meine Güte. Aber du sagst es jetzt ja vorhin, dass Fangschüsse in der Visierkombination, genau, jetzt. Und dann schieße ich ja nicht auf 50 Meter damit. Nee, das könntest du dann über die normale Visierung machen. Also du hast auch die Möglichkeit, wenn der Schalldämpfer abgenommen ist, vorne noch den Kornzockel auf. Können wir das einmal zeigen? Das können wir machen. Darf ich den abschrauben, ja, einfach? Sag mal, was hast du denn damit gemacht? Guck mal, das ist ja ein paar Mal schon abgebrochen. Das ist ja spannend, das habe ich noch nie gesehen. Es ist wirklich spannend. Ne? Exzentrischer Schalldämpfer. Wahnsinn. Einmal der Imbusschlüssel. Ja. Die Schraube sitzt da hinten dran, setzt es einfach auf und schraubst es fest. Soll ich dir helfen? Nee, danke. Ich glaube, ich... Aha. Wie fest dreht man sowas? Handfest. Männer handfest, Kinder handfest. Und also da meinst du in jetzt dem Fall nicht ganz Männer handfest, weil man will die Schraube ja nicht abreißen. Das ist eine M3er Schraube und die gibt dann doch irgendwann nach, wenn er zu fest anzieht. Und da ist auch noch eine Mündungsmutter, dass das Mündungsgewinde geschützt ist, wenn der Schalldämpfer nicht verwendet wird. Und nun haben wir ja eine Änderung der Treffpunktlage mit und ohne Schalldämpfer in der Regel. Wie ist das jetzt bei dieser Waffe? Das muss individuell ermittelt werden. Okay, das heißt, wenn du damit jetzt durchgehst, gut, mit einem Zweibein wird man jetzt nicht unbedingt durchgehen, aber durchgehen machst du mit Schalldämpfer oder ohne, Bernd? Wie hältst du es da, wenn du durchgehst? Ja, am liebsten auch mit Schalldämpfer. Auch mit Schalldämpfer durchgehen. Das heißt, du würdest jetzt nur mit dann diesem Korn, dass ich... Heißt das eigentlich das oder der Korn? Du kommst aus dem Emsland, da heißt es ja der Korn. Genau, wir sprechen lieber von dem Korn und hier ist aber das Korn. Ich möchte das gerne auch ohne Schalldämpfer auf 50 Meter ausprobieren. Ich hoffe, ich blamiere mich da nicht. Können wir dir vielleicht auch nochmal zeigen, dass man das relativ schnell abnehmen kann? Ich schraube da einfach mal dran rum. Ne? Diese Klammer da noch? Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich war ja bei der Bundeswehr. Und da hatten, du kennst das ja nicht, bei den Pfadfindern hattet ihr das ja nicht. Bei den katholischen Pfadfindern, aber bei der Bundeswehr, da hatten wir sowas am MG. Ja. Und das ist wunderbar, da kannst du das so ausklappen, aber hier kannst du ja sogar noch auch die Länge verstellen. Guck mal. Astreine. Astreine.
Das ist natürlich schon ohne Schalldämpfer. Aber du merkst schon den Schlossgang, also den Unterschied jetzt unter uns beiden, oder? Wie denn? Na, merkst aber schon den Unterschied. Hör mal, hör mal, hör mal. Den sieh du mal. Mhm. Ja, das ist ja, als würdest du auf so einem Reibaale gehen. Ja? Also deswegen ist ja extrem führig. Ne? Wie lang ist das jetzt so in der Gesamtlänge? Hast du das der Lauf hat 42 cm und ja. Der Lauf hat 56 cm. 56? Guck an. Wer hat, der kann. So, ausprobieren bitte. Können wir machen. Geil. Gehen wir gleich rüber zum Band auf dem Schießstand. Sehr schön. Und probieren die Waffen einfach aus. Ach so, vielleicht noch, oder sagen wir das im Nachgang noch. Ich hätte ja dann doch gerne noch eine Visierung da drauf, also ein Zielfernrohr da drauf, meine ich. Und zwar habe ich mir überlegt, ein Meopta Drückjagdglas. Was hältst du davon? Ja, gute Wahl, wenn man das 1 bis 6 Drückjagdglas nutzt. Ja, aber da ist, bei meinem anderen Gewehr habe ich das Problem, weil ich da ein extrem großes Sehfeld bei dem Zielfernrohr habe, wenn ich das auf kleinste Vergrößerung runterschraube, ich sehr viel von dem Schalldämpfer sehe. Das mich schon ein bisschen irritiert manchmal. Das reduziert sich bei dem Krondeck-Schalldämpfer dadurch, dass der exzentrisch zur Laufsehlenachse und etwas tiefer sitzt. Du siehst den zwar noch, aber nichts mehr so extrem. Ah ja, okay. Exzentrisch zur Laufsehlenachse. Ja. Ist das nicht ein herrliches Deutsch? Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Gut, wie viele Aale dürfen wir denn mitnehmen? Können die ganze Schachtel mitnehmen. Oh. Jetzt scheppert's. Natürlich habe ich keinen Gehörschutz mit, aber vielleicht habt ihr noch einen, oder? Wir haben für euch oder zwei. Jetzt machen wir die Probe aufs Exempel. Jetzt werden die Waffen eingeschossen und dafür haben wir keine Mühen und Kosten gescheut, den Olaf Scholz des deutschen Waffenwesens herzubringen, den Büchsenmachermeister hier unten im Schießstand, den Bernd. Herzlichen Dank, dass wir beide sein dürfen. Den Akzent hast du nicht ganz so wie der Hamburger, aber dafür kennst du dich in deinem Metier genauso gut aus wie er sich in seinem. Und zeigst uns jetzt mal, worauf es beim Anschießen ankommt, vielleicht müssen wir noch einschießen, aber anschießen, eben Probeschuss machen, zu gucken, passt es so, wie wir es jetzt von euch schon mal konfiguriert bekommen haben. Ja, da sage ich natürlich was dazu. Der Schalldämpfer wurde ja abgenommen, du hast dann das Korn aufgeschraubt. Da sollte man immer wieder einen Kontrollschuss machen. Mhm. Es kann immer eine leichte seitliche Veränderung sein, deswegen ist ein Kontrollschuss vorher auf jeden Fall zu tätigen. Okay. Und das machen wir jetzt. Sicherheit habe ich beim Bund gelernt. Achtung. Es gibt ja wahrscheinlich wenige Menschen. Ich kann dich überhaupt nicht hören. Warum denn nicht? Dann mach doch deinen Gehörschutz an. Darf ich? Darf ich? Hörst du jetzt was? Hat ihr den Gehörschutz? Oh ja, jetzt höre ich dich. Also Feuer Achtung. Frei. Feuer frei. Großkaliber. Hui! Ja, schussfest ist er auch nicht. Also ich. Und, hast du getroffen? Wir machen eine leichte Korrektur in der Höhe. Da müsste ich aber kurz in die Werkstatt gehen. Okay. Aber das war jetzt kein Montagefehler meinerseits, Ben. Nee, also er schießt ungefähr jetzt 15 cm tief und das korrigieren wir. 15 cm? Das ist jagdlich schon... Indiskutabel. Ja, ich auch so. Also ich sag mal, wenn du so jetzt 2-3 cm Max-Abweichung hast auf 50 Meter schießt, ist das nicht das Problem. Aber wenn du auf weitere Distanz schießt und hast da schon auf 50 Meter 2-3 cm, ist auch Schiete. Und wenn du eben hier 15 cm Abweichung hast, da schießt ja jedes Reh krank oder vorbei. Auf jeden Fall. Ich meine, so oft werde ich wahrscheinlich nicht über Kimme und Korn auf 50 Meter damit schießen, aber für den Fall der Fälle sollte das natürlich passen. Das verlangt die Weitgerechtigkeit und der Tierschutzgedanke, den wir ja verkörpern wollen. Du? Du nicht? Ich ja. Also mein zweiter Vorname ist Weitgerechtigkeit. Und meiner Tierschutz. Ja, Gott im Himmel, das kam überraschend. Ja, lange einrichten muss Bernd sich nicht. Gibt es jemanden, der mehr Schüsse im Jahr macht als du, Bernd? Ich glaube, Bernd hört mich gar nicht. Ich muss meinen Gehörschutz abnehmen, bitte. Gibt es jemanden, der mehr Schüsse im Jahr macht in Deutschland als du? Ja, diese ganzen Sportschützen, die olympische Disziplin schießen bestimmt. Ja, aber sonst? Ich denke, ich komme am Tag so auf 100 bis 150. Ja. Wenn Faustfeuerwaffen dabei sind, sind es dementsprechend mehr.
Ja. Ja, weil da brauchst du einfach mehr Patronen dann auch. Ja, spannend. Ich muss so. Aber trotzdem noch eine Korrektur machen. Das ist ja zu hoch. Werkzeug. Mhm. Einfach dann. Was ist das? Ein Imbusschlüssel? Ein Imbusschlüssel. Und dann muss es dann auch hochgehen. Ah ja, okay. Und das ist auch so mit Klicks richtig, ne? Ja, ihr habt es gehört. Mhm. Ja. Ah ja. Mhm. Und wie viele Klicks würdest du jetzt pro 10 cm machen? Das muss ich ausprobieren, das kann ich jetzt pauschal sagen. Da gibt es also keine Normen, so wie beim Zielfernrohr, ja. Dass man sagt, 1 cm, ein Klick, gibt es hier nicht. Okay. Und also du verstellst auch nur vorne hier das Korn, die Kimme nicht? Wenn in der Seite jetzt eine Korrektur nötig wäre, würde ich das Visier verstellen. Mhm. Oder eventuell mit einer anderen Visierhöhe arbeiten, wenn ich mit dem Korn nicht zurechtkomme. Also Seitenkorrektur? Alles übers Visier. Über die Kimme? Also über, du sagst, das Visier ist ja beides, gehört jetzt beides zum Visier, oder? Visierung. Ja? Visierung. Visier, Korn. Okay. Ah, ja. Also Höhe übers Korn und Seite über Visierung, Visier, über Kimme. Über das Visier. So, okay, klar. Das ist eine Wissenschaft für sich. Ist es. Okay. Nicht gezuckt. So, bist schussfest. Jetzt passt geht's es weiter. Oha. Und wie genau schießt du die ein? Wirklich Fleck? Kann man das bei so einer Visierung machen, dass man sie wirklich Fleck einschießt? Oder hat es eine Toleranz von 2, 3, 4 Zentimetern? Mit der Schießbrille kann ich das wirklich sehr gut steuern. Dann bringe ich das ganze Bild schärfer. Wenn ich jetzt nur über ein Auge visiere, würde ich sagen 5 bis 10 cm. Und hier würde ich es eingrenzen auf ja, bis zu 5 cm. Okay. Gut, das heißt aber auch, du darfst ja jetzt dieser Visierung nicht zu viel zutrauen wie beim Zielfernrohr, dass du wirklich auf Fingernagel triffst, sondern bis auf 5 cm eben ja. Toleranz. Ja. Auf 50 Meter. Das heißt, auf 100 Meter hast du eine Toleranz von? Ich würde mal sagen, die verdoppelt sich. Okay. Oder etwas mehr sogar nach wie noch verdoppeln. Das war der erste Schuss. Und dann ist dieser gefallen nach der ersten Korrektur. Und der letzte war hier, aber ich halte auch hier genauer an. Also Ziel aufsetzen, sitzen lassen. Ist ja schon führig, ne? Habe ich das schon mal gesagt? Ist ja schon führig, ne? Passt gut zu dir, die Waffe. Danke. Wenn du jetzt eine Frau wärst, würde ich sagen, also die Schaftfarbe passt wunderbar zu deinen Augen. Ist so, ne? Ich habe ja schöne grüne Augen. Habe ich noch nie gesehen, aber jetzt fällt es mir auch auf. Ne? Ach ja. Jetzt sag noch einmal für mich als Döfken, ich halte das Korn, wo sollte das sitzen, um jetzt genau in die Mitte zu treffen? Wenn du in die Mitte treffen willst, musst du auch hier halten. Okay, also ein bisschen aufsitzen lassen. Ja. Okay, probieren wir. Ich versuche das jetzt einfach mal und du sagst, ja, das ist ungefähr in Ordnung oder das war Quatsch. Sind alle soweit? Wir warten alle auf dich. Wunderbar. Hey, mittendrin. Statt nur dabei. Passt das? Ja, sehe ich von hier. Sehr gut. Ich lasse die Scheibe rein. Also ist mittendrin, ja. Ja, das mach du mal, Christian. Das reicht mir schon. Ich würde gerne einmal noch stehen, freihändig. Darf ich das? Jo! Der war ein bisschen rechts, ne? Ich sehe ihn. Wir schauen doch auf die Scheibe. Der ist zu weit rechts. Ein bisschen. Ja, aber sehr gut. Danke sehr, Herr Teppe. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, wenn ich viel stehend damit freihändig schießen würde, das Zweibein abgenommen. Ja. Weil das hat mir jetzt schon unangenehm gegen die Hand geschlagen. Mhm. Echt? Ja. Aber ja, das ich dachte, wäre auch ein bisschen schwer für dich gewesen vorne. Sie, nee, das geht noch. Oh ja. Also ich finde, sie ist natürlich nicht sehr leicht. In dieser Kombination, aber ist trotzdem führig. Ich werde das ja im Schießkino dann später auch noch ausprobieren. Ja. Mal gucken, wie das dann mit Mitschwingen und so ist, aber ich glaube, das ist eine absolut runde Sache.
Okay. Gut, dann jetzt nehmen wir jetzt mal den 98er. Da habe ich ja kein Zweibein da vorne dran. Jetzt haben wir die Möglichkeit, aus dem Schießbock zu schießen. Würde ich dir jetzt nicht empfehlen, bis du dich daran gewöhnst. Entweder Sandsack. Ja, Sandsack ist gut. Oder eine andere Auflage. Das war gar kein Sand drin. Habt ihr da mal einen Close gemacht, Jungs? Ja. Aber diese Waffe, da muss ich jetzt vertrauen, ist eingeschossen. Diese Waffe ist eingeschossen. Die haben wir letzte Woche eingeschossen. Und hat sich seither auch nicht verstellt. Sofort Feuer frei machen. Okay, und wo soll ich anhalten, wenn ich jetzt die Scheibe hier so sehe? Machst du es genauso? Da. Vergreif dich nicht in den Patronen, bitte die längeren. Rechts. Puh. Also diese offene Visierung finde ich jetzt nicht so, dass man immer gleich weiß, wo der Schuss hingeht. Würdest du jetzt hier noch was umstellen, Bernd? Ja, in deinem Fall würde ich jetzt wirklich was korrigieren. Ich würde das Visier zur Seite stellen, dass er ein bisschen mittiger schießt. Das heißt, das Visier müssten wir etwas nach links stellen. Und ein bisschen höher, oder? Die Höhe würde ich jetzt eigentlich nicht verstellen. Können wir? Okay, ich habe sie ja auch hier unten angehalten, hast du gesagt. Ich soll da unten anhalten, da. Okay, dann passt ja die Höhe. Ja, aber jetzt so 4 cm rechts ungefähr. Das machen wir. Und dann machen wir noch einen Probeschuss. Dann schaust du aber oder bitte zwei. Die andere Visierung nochmal an. Mit dieser Visierung tust du dich auch schwerer zu visieren, glaube ich. Ja, also es ist wirklich... So zufrieden wäre ich damit jetzt mit dem Zielfernrohr nicht. Auf ja. Da und muss da könntest ich aber du jetzt mir noch eine andere Kimme einbauen oder ein anderes Korn? Ich würde dir eigentlich, wenn, dann eine andere Kimme einbauen. Also sprich ein anderes Visier. Ja. Also hier ist schon Spiel drin, ne? Ja. Also das passt nicht hundertprozentig so Schlüssel-Schloss-Prinzip mäßig übereinander, sondern du hast schon hier links und rechts in der Kimme Spiel und das Korn ist also deutlich kleiner als die Kimme. Du musst das schon, gerade wenn du jetzt mal so einen flüchtigen Schuss machst oder so wie eben kurze Schussfolge hintereinander, schon sehen, dass du da sehr genau drauf achtest. Also gibt es eine Möglichkeit, das so ein bisschen überschlägiger vielleicht zu machen? Man könnte ein Balkenkorn einbauen. Wir haben jetzt ein Perlkorn, also ein rundes Korn. Wir könnten jetzt einfach ein rechteckiges Korn machen, das passend zur Rechteckkimme. Dass es wirklich dann so abschließt. Abschließt, genau, dass es zur Rechteckkimme richtig abschließt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ein anderes Visier. Also um präziser zu schießen, würde ich ein anderes Visier nehmen. Okay. So wie bei deiner Waffe. Ja. Das haben sie natürlich jetzt extra gemacht, damit du jetzt mit deinem besser dastehst. Ja, natürlich. Klar. Das hatten wir vorher auch abgesprochen, vergangene Woche schon. Ja, wir haben telefoniert. Ja, genau. Okay. Wir haben uns in Berlin getroffen, im Kanzleramt. Ja. Was machen wir? Ja, du bist der Experte. Ich will ja mit dir nur treffen. Ja, du hast dir die Visierung so rausgesucht. Also ich würde dir zur anderen Visierung raten. Gut, dann nimm bitte eine andere Visierung. Ist das jetzt großer Aufwand? Ja. Halbe Stunde Arbeit. Echt? Ja. Okay, dann lass uns das später machen. Okay. Und ich würde jetzt einfach ein bisschen links anhalten. Nein, korrigieren du mal. Ja, das macht das gut. Machen wir schon. Dann korrigiere ich jetzt erstmal. Und ihr müsst mir ja die Waffe sowieso nochmal ein bisschen genau, dann würde ich auch sagen, anders machen. So, dann würde ich vielleicht dann in dem Zuge ein anderes. Weil du möchtest ja auch ein Erfolgserlebnis haben. Wie oh ja, ich da jetzt wäre so weglassen. Wenigstens eins heute mal. Und richtig fest oder? Fest. Die Visierung mache ich jetzt aber auch extra noch mal sauber, weißt du? Das war, glaube ich, vorhin so ein bisschen. So, Blowing in the Wind war das hier. Jetzt kommst du
näher ins Ziel. Hältst du hoch an oder? Nee, jetzt halte ich mittig. Vorhin habe ich ja tief angehalten. Ja, das ist super. Jetzt sitzt er doch. Einen noch, komm. Komm, mach noch einen. Und jetzt alle ein bisschen hoch, oder? Bernd, was sagst du? Ja, du hast aber jetzt Fleck angehalten. Also ich finde, das ist in Ordnung. Ich finde das auch gut. Auch die Schussgruppe, die du geschossen hast, ist in Ordnung. Ja? Ja. Seid ihr damit einverstanden? Wir sind mit einverstanden, ist offene Visierung. Willst du mal anfassen? Jetzt schön warm. Oh ja. Mm. Jetzt hätte ich aber auch noch eine Frage an ja. euch. Zufriedenstellend so für dich? Ja. Schaftlänge? Ich finde, Griff, sie sitzt gut, sie Backe. Passt gut. Das ist natürlich auch eine ehrliche Antwort auf die Fingerkrümmung. Ja. Also du merkst schon, da steckt was dahinter, das ist schon ja. Wumms. Mit dem Schalldämpfer kommt es natürlich alles nachher ein bisschen anders sicherlich. Aber so vom Grip her und so liegt die schon sehr sicher in der Hand und sehr gut in der Hand. Und mit der Zeit wird man ja eins so mit der Waffe, wenn man eben da ein paar hundert Schuss draus gemacht hat. Also so fürs Erste hätte ich nicht gedacht, dass das alles so schon passt. Und wenn wir jetzt noch an der Optik so ein bisschen arbeiten mit Sebastian und seinen Leuten, die dann den Schaft bearbeiten und das so schwarz, schlank, elegant wird. Was hättest du da gern für einen Zielfernrohr drauf? Also ich würde gerne ein Zielfernrohr nehmen, das universell einsetzbar ist. Nun weißt du ja, dass ich immer nicht so sehr die Dinge ändere, also auch nicht unbedingt immer einen Tropfen Öl dran mache, aber eben auch das Zielfernrohr nicht rauf und runter nehmen möchte. Du sagst ja auch selber, es ist schwierig, wenn man es mal runter nimmt und rauf nimmt und man sollte dann vielleicht auch nochmal wieder einen Probeschuss machen. Also Zielfernrohr bleibt ohnehin drauf. Bei der Montage ist es auch nicht so, dass man es jeden Tag rauf und runter nimmt. Ich würde gerne ein Zielfernrohr nehmen, das ich auch zur Drückjagd nehmen kann, aber gleichzeitig auch zum Ansitz. Das ist ja heute möglich mit diesen variablen Gläsern, die es da gibt. Und so wie ich das jetzt eben auch schieße, wo du eben eine relativ kleine Vergrößerung hast, so um die 2 als Eingangsbereich und nachher so 15-fach als Maximalbereich, ja. Dann glaube ich, kann man da ein Zielfernrohr nehmen und braucht nur eins zu kaufen. Muss jetzt nicht noch ein Drückjagdglas haben. Also wir haben bei den Drückjagden im letzten Jahr gesehen, manchmal geht es eben auch mit dem Zielfernrohr, dass man einfach drauf hat. Das stimmt, vollkommen richtig. Also sprich so 1,5 bis oder 1,7 bis 10-fache, was es im Moment jetzt gibt. Ja, ich finde oder vielleicht über 10. bis 15. Ja, 15 wäre mir lieber, weil das ist eine lange Waffe, das ist ein Kaliber 30.06, da kannst du eben auch mal auf 150 Meter hinschlagen. Ja. Wenn das gut eingeschossen ist und auf 150 Meter genau anzusprechen, gerade wenn du mehrere Stücke in einem Sprung rewelt hast oder sowas, da finde ich es schon schöner. Man hätte dann auch ein Zielfernrohr, wo du dann auch bis 15-fach gehen kannst, wobei man auch sagen muss, je größer die Vergrößerung, desto mehr verschätzt man sich auch, desto leichtfertiger wird man auch, dass man mal auf 200 Meter schießt und sich nachher wundert, wieso habe ich denn nicht getroffen? Ja, weil es dann eben nicht 150 Meter, sondern 250 Meter waren. Also spricht alles für sich und gegen das andere, aber ich finde es einfach gut, dass man eine sichere Ansprache hat bei einer 15-fachen Vergrößerung. Da weißt du, das ist ein Bock oder das ist der und der Bock oder das ist der Unterschied zwischen einem Schmalreh und einer Ricke, kannst du da wunderbar vorgehen. Ja. Also ich bin rundum zufrieden. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Das, wie gesagt, mit dem Zweibein ist eine schöne Überraschung. Ob ich es tatsächlich im jagdlichen Alltag regelmäßig nutzen werde, weiß ich noch nicht. Es gibt bestimmt Situationen, wo das sehr hilfreich ist. Ich würde tatsächlich, wie vorhin auch schon erwähnt, ein Drückjagdglas da gerne drauf haben, um auch, wenn wir wieder mal nachts auf Sauen pirschen, die im Feld zu Schaden gehen, das mit einem Wärme- oder Nachtsichtvorsatzgerät zu kombinieren. Und ich freue mich da sehr drauf, das mal führen zu dürfen. Ich freue mich aber auch drauf, das dann bald mal im Schießkino auszuprobieren. Denn wenn man lange Zeit einen Geradezug-Repetierer hatte, ist es doch wieder eine Umstellung. Ich habe einen 98er schon im Schrank stehen. Das wäre dann noch ein neuer 98er. Es ist halt wieder Umgewöhnung, aber es ist einfach ein System mit unheimlich viel Charakter, finde ich. Deswegen. Schön zu hören. Ja, ich bin wirklich begeistert davon. Habt ihr großartig umgesetzt, genau das, was ich mir vorgestellt habe. Und wenn du dir überlegst, diese
Systeme, das Herzstück dieser Waffen, die sind über 100 Jahre alt und funktionieren heute noch einwandfrei, dass du solche Schussergebnisse damit ohne besonderes Zielfernrohr schießen kannst. Das ist einfach großartig. Und auch Recycling im besten Sinne. Also man muss es nicht neu herstellen, man kann das alte nochmal verwenden. Und die Weltreise, die diese Waffen gemacht haben bis nach Südamerika und wieder zurück, ist ja natürlich auch ein tolles Stück Geschichte, mit dem man jetzt so umgehen kann und das dann auch in den Händen hält. Ja, man weiß leider nicht, wo die Geschichte halt war. Ne? Ja. Ob sie jetzt in Russland gelegen waren oder weiter weg. Ja, wir hatten uns ja welche ausgesucht, die so aus Argentinien zurückgekommen waren. Das hatten wir ja gesehen, als die eben noch im Rohzustand lagen. Das waren Dinge aus Argentinien. Es gibt natürlich auch welche, die jetzt aus der Ukraine kommen oder aus Russland. Der K-98 ist ja nun, glaube ich, im 19. Jahrhundert das meistverkaufte und produzierte Gewehr gewesen mit 100 Millionen Stück. Jawohl. Und leider wurden nicht alle für die Jagd konzipiert, aber für die Jagd eignen sie sich auch in besonderer Weise. Auf jeden Fall. Bernd, ganz herzlichen Dank. Gerne. Bestell deinem Sebastian auch nochmal ganz herzliche Grüße. Ich finde das auch großartig, ich möchte das nochmal betonen, was ihr bei Franconia anbietet. Ihr stellt euch eine Waffe zusammen und dann geht ihr zu Franconia. Ist es das, was ihr euch vorgestellt habt? Entspricht das euren Wünschen? Dann besprecht ihr das mit den Meistern. Und wenn die Meister sehen, der Anschlag passt noch nicht so ganz, so wie es vorhin bei dir ja auch war, sagen, ja, der Schaft ist schon ganz schön, bei dir wird er jetzt ja noch gebeizt, aber wir müssten vielleicht noch ein bisschen verlängern. Sowas seht ihr alles und man hat dann wirklich eine Waffe, ein Werkzeug, das nicht von der Stange ist, sondern seinen eigenen Wünschen komplett entspricht. Und ich finde das großartig, gerade mit dieser Verlängerung des Kammerstängels, mit dieser seitlichen Dreistellungssicherung, mit dem neuen Abzug da drin. Vielleicht könnte er meines Geschmacks noch müh leichter sein, aber das gucken wir dann auch nochmal. Das muss jetzt nicht sein. Rundum toll, was ihr hier anbietet, keine Frage. Naja, und die Waffen sind vom System her eigentlich total identisch, aber doch so verschieden. Ja. Und du kannst unterschiedliche Kaliber mit demselben System schießen. Absolut. Du kannst eben in Kunststoff, in Holz, in kurz, in lang. Ja, universell einsetzbar und flexibel. Und es ist eben eine Handwerksarbeit, eine Meisterarbeit. Herzlichen Dank eurem ganzen Team dafür, dass das so toll geklappt hat. Ich grüße alle. Ja, super, vielen Dank. Ich grüße auch weiter aus. Dann gehen wir jetzt nochmal zu Stefan Geißler und verabschieden uns von dem, würde ich sagen. Ja. Oder? Was sagt ihr? Horrido. Juhu. Christian Bede, wie war euer Tag? Das war großartig, war mal wieder ein Abenteuer. Das hat gezischt, geknallt und ordentlich Peng gemacht. Und wir haben gesehen, was Handwerksmeister so auf die Kette bringen, dass sie nämlich wirkliche Qualitätsarbeit hier für uns produziert haben. Und ich bin schon ganz gespannt, wie es am Ende dann aussehen wird, wenn es dann auch so dieses Finish bekommt, wie wir das jetzt besprochen und vereinbart haben. Also es wird großartig bestimmt. Sehr cool. Seid ihr mit euren Schätzen, also mit dem ersten Eindruck zumindest zufrieden? Also ich bin mit meiner Waffe absolut zu 100% zufrieden. Auch das Schießverhalten ist super. Ich glaube, dass es auch im Schießkino, ich habe es vorhin schon erwähnt, ein gutes Schwingungsverhalten gibt mit der Waffe. Wir werden das noch ausgiebig testen und ausprobieren. Es hat wie immer super viel Spaß gemacht bei euch. Wir haben uns sehr willkommen gefühlt. Jederzeit und wieder. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir und bei deiner Mannschaft für die tolle Gastfreundschaft. Und ja, wie gesagt, wir kommen gerne wieder. Herzlichen Dank dafür. Super. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen und freut euch auf den finalen Kick, den die Waffen bekommen. Cool. Perfekt. Dankeschön. Das war wieder Teppe und Schwen ob Jacht, dieses Mal aus dem Fränkischen. Und Franconia hat ja einen harten Konsonanten, aber es wird hier Wort ein bisschen weicher ausgesprochen. Muss man sagen. Wir werden das jetzt natürlich noch ein bisschen genießen. Auf jeden Fall. Die Franken sind ja auch dafür bekannt, dass sie tolles Bier machen und richtig deftiges Essen. Und nach dem, was wir erlebt haben hier an dieser Gastlichkeit, die uns entgegengebracht worden sind, freuen wir uns jetzt weiter auf dieses Land. Herzlichen Dank, lieber Stefan. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Du willst bestimmt auch noch was sagen. Ja, ich würde sehr gerne noch was sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommentiert, liked und gebt uns Anregungen. Wir wollen weitermachen und das werden wir auch tun. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Horrido. Und Waldmannsheil. Waldmannsheil.